Mein Blutnetz ist schlimm. Okay. Ja, musst du mal in meine Videos anschauen, wie mein Blutnetz aussieht. Das ist dann voll. Hä? Fünf. Hä? Achso. Oh, ich hab mich bereit gedrückt. Ich hatte eben bereit gedrückt und irgendwie war das weg. Und du hast auch bereit gedrückt. Achso, jetzt habe ich hier so eine Taste gedrückt. Okay. Hä? Wieso geht's jetzt nicht los? Achso, sucht nach Spielen. Jetzt hat er eins gefunden. Wollte ich gerade noch was schreiben. Ja, was denn? Ich weiß es nicht. Ich war noch am Überlegen. Bereit? Nicht bereit. Bereit? Nicht bereit. Bereit. Jetzt geht's los. Jetzt ist wieder der Killer nicht bereit. Der kann sich nicht entscheiden, welchen Killer er nimmt. Oh, bitte, lass es nicht die Hexe sein. Ich mag die Hexe nicht. Ja, dann weiß ich ja schon, was ich für einen Killer nehme, wenn ich mal Killer bin. Das war gemein. Aber du kannst sie sowieso nicht spielen. Ja, der Kannibale schwingt seine Kettensäge mit tödlicher Präzision. Er kann sich leicht umdrehen, um Überlebende rund um ihn zu treffen. Jetzt ist der Text weg und ich kann ihn nicht weiterlesen. Du liest auch immer so langsam. Die Zahl neben dem Generatorsymbol gibt an, wie viele Generatoren die Überlebenden aktivieren müssen, bevor die zwei Ausgangstore geöffnet werden können. Ja. Ja, so ist das. Ja, so ist es. Hast du was Wahres gelesen? Bei der Reparatur eines Generators... Achso, das habe ich schon vollständig gelesen letztens. Ganz schnell. Fliehen vom Killer. Ich kann nicht mehr so lange vom Killer fliehen, weil der mich immer dann immer kriegt. Das ist die traurige Weide. Überlebende können versuchen, den Killer abzuhängen, indem sie Schließschränken verstecken. Killer können Schließschränke durchsuchen, verlieren dabei aber wertvolle Zeit. Ja. Oh, wir sind schon wieder. Dün, 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 dün. Lampkin-Lane. Okay. Ja, ah. Mit dem Polizeiauto. Bestimmt ist es der gleiche Killer. Das ist ja nicht cool. Dün, 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 dün. Siehst du, du kannst doch singen. Okay, es ist... Wer ist denn das? Michael Myers, Schrägstrich und was? Das war kein Singen, das war... Summen. Ist ich was. Diese High-Musik. Du kannst ja Summsängerin werden. Gibt's sowas? Ich glaube nicht. Oder vielleicht doch. Also hier in dem Spiel gibt's das, ne? Hallo. So. Och, es ist der Kettensäge-Heini. Der Sch. Oh, wieso ich? Ups. Warte, du hast mich jetzt nicht gesehen. Oh, 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 oh. Ich will nicht sterben. Ach komm schon, nicht mich, nicht mich, nicht mich, nicht mich, nicht mich, nicht mich, nicht mich. Oh, dann bin ich durchs Fenster gesprungen. Tja, aber gleich werde ich sehen, wo du bist, oder? Oder der kommt jetzt genau hier hin, wo ich bin, weil hier so ein Haken ist. Da oben, da kommt jemand aus dem Fenster gesprungen. Bist du das? Nein, ich bin... Ach so, das ist ein anderer. Was ist denn ein Keller? Noch. Ich bin ausgerutscht. Ich hasse es. Ich sehe dich. Ich bin im Keller. Ich komme in den Keller. Mach was. Ich weiß aber nicht, wie man die Taschenlampe anmacht. Mit F geht's nicht. Mit L auch nicht. Mit der rechten Maustaste, glaube ich. Nein.
Geht auch nicht. Der Killer ist hier irgendwo. Wo bist denn du? Ich sehe drei Gestalten. Jetzt ist der Killer weg. Jetzt ist er wieder hier. Ich höre den Herzschlag. Ich glaube, der will mich beraten. Ja, anscheinend schon. Wie komme ich denn da jetzt rein? Ich glaube, du musst jetzt weiter sehen. Da, er ist weg. Muss ich hier rein? Ja, da ist eine Treppe. Hast du die gefunden? Ja. Wohin jetzt wieder? Die Treppe hoch oder was? Ja. Der kommt aber jetzt hin. Jetzt halt mich schnell. Damit du Dings. Jetzt ja, das finde ich gut. Zeit im Keller hat Punkte gebracht. Nein. Tschüss. Das ist nicht cool. Wieder vereint. Ich bin direkt neben dir, keine Sorge. Das heißt, ich bin wieder vereint. Soll ich Fluchtversuch machen? Sonst kommen die anderen hier rein. Das ist doch gefährlich. Ja, mach doch, wenn du schaffst. Und das reicht nicht. Oh oh. Weil die anderen, glaube ich, kommen nicht mehr. Das ist doch schon. Naja, jetzt müssen wir beide kämpfen. Aber wenn die hier runterkommen, haben die sowieso keine Chance. Die kommen ja auch nicht runter, das ist es. Obwohl das wieder. Ja. Ganz wieder das nicht mehr. Ich opfere mich, damit die anderen nicht kommen, natürlich. Das war der Grund, ja. Zuschauen. Ich will zuschauen, wie du stirbst. So, gerade noch rechtzeitig. Du hast meine Gefühle verletzt. Dass du so sehr mein Tod sehen wolltest. Weinst du jetzt? Ja, tut mir natürlich leid. Etwas ist in mein Auge rein. Ja, ja, ja. Ja. Ich fühle mich hier voll verarscht. Und gemobbt. Ich will das Cybermobbing hier. Okay, dann machen wir noch eine Runde und dann. Okay. Mit der Maus. Dann muss ich die Videos ja bearbeiten. Der braucht dann wieder ein paar Tage zum Exportieren. Soll ich jetzt klares Reagenzglas oder ungewöhnlicher Stempel nehmen? Was? Ein klares Reagenzglas verringert leicht den schwarzen Schleier. Achso, meinst du so Opfergabe? Ich bin jetzt beim Blutnetz. Ja, und was war der andere mit dem... Ungewöhnlicher Stempel. Ein Holzstempel mit einer, ja, da wo der wieder nicht weiß, wo der herkam. Ja, dann nimm den, das Reagenzglas. Okay. So. Kann ich mir hier jetzt auch was holen? Ne, 550, wo soll ich die denn herkriegen? Ich muss dann spielen. Abspielen und spielen und spielen. Ja, aber ich muss ja jetzt alles, was ich spiele, auch aufnehmen, ne? Ich kann ja nicht einfach so weiterspielen, ohne das aufzunehmen. Was kannst du nicht? Einfach so weiterspielen, ohne das aufzunehmen, oder? Wieso nicht? Da sind doch die Zuschauer wütend, die drei Zuschauer. Ja. Müssen die erleben, wie du von Anfang an hoch dich machst. Ja. Ja. Bei mir ist es schon zu spät. Bei mir können nicht von Anfang an zusehen, weil ich schon Level 44 bin. Aber noch voll der Anfänger.
Wir müssen immer dann spielen, wie heißt es, die Wochenende, wo die doppelt Blutpunkte gibt. Und wann ist das? Keine Ahnung. Das ist immer. Und dann sagen die das immer Bescheid. Oh, nächstes Wochenende. Und so weiter und so weiter. Alle müssen jetzt spielen. Ja. Ich frag mich, was das ist. Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt. Die haben neue Sachen reingetan, wo ich gar nicht mehr weiß, was das alles ist. Ich bin schon bereit, du auch. Killer, komm schon. Tja. Der verlässt jetzt wahrscheinlich das Spiel, ne? Ach, es ist jetzt nicht cool. Ich wollte gerade was auswählen. Tja. Alle Killer hassen mich. Ach, bitte lass es nicht wieder dieses Anwesen sein. Ein Überlebender, nee, ein verletzter Überlebender kann von einem, ja, das habe ich doch schon alles gelesen. Ja. Es kommt halt nichts Neues. Ein misslungener Fähigkeitscheck verlangt die Zeit, die für das Abschließen der Aktion benötigt wird und weist den Killer auf die Position des Überlebenden hin. Das habe ich jetzt nicht verstanden, aber egal. Irgendwas mit Position verrät, oder? Irgendwas mit Fähigkeitscheck. Ohne einen Perk oder an einen anderen Überlebenden, der ihm zu Hilfe kommt, kann ein Überlebender im Todesstatus nicht den verletzten Status wechseln. Okay. Also ja, das ist mit diesem Adrenalin, was ich dir erzählt hatte. Das ist ein Perk. 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 Ja. Ja, Perk. Klingt so wie Fleisch. Perk. Perk. Azarovs Ruhestätte. Stätte. Autohaven Schrottplatz. Gibt's hier Autos? Ja, anscheinend schon. Hier ist ein Schulbus. Und was ist das? Bitte, das ist eine Autobahn. Ach so, das muss doch alles da sein. Das ist ein getrennter Schulbus. Nee. Was ist denn das hier? Sieht so aus wie... Keine Ahnung, was es ist. Okay, jetzt muss ich mich mal wieder ein bisschen auskennen. Soll ich einen Schulbusreifen mitnehmen? Hallo. Kann man doch bestimmt verkaufen. Ja, als wenn hier das Licht noch funktioniert beim Schulbus. Der vordere Teil, wo die Batterie drin ist, ist doch ab. Ich sehe auch keine Kabel verlegt, also das kann überhaupt nicht sein. Das ist ein moderner Schulbus, der braucht sowas nicht. Jetzt kommt ja auch noch der Killer in meine Richtung, der hat mich gesehen. Jetzt kommt die spannende Musik. Hoffentlich nicht GEMA geschützt. Nein, der hat mich durchschaut. Ich bin ums Haus gelaufen und dachte mir, oh nein, der kommt jetzt bestimmt von der anderen Seite. Oder kam er von der anderen Seite? Ich verabschiede mich dann schon mal, ne? Ach, komm schon, du schaffst es irgendwie. Ich komm gleich in deinen... dich befreien. Ich laufe die ganze Zeit hier rum. Der verfolgt mich die ganze Zeit. Boah, das war knapp. Nein. Oh, das ist so knapp. Jetzt hat er mich. Jetzt habe ich auch gesehen, wie die Falle aussieht. Ja. Entschuldigung, nicht wahr? Jetzt bringt er mich in den Keller. Oh Mann. Könntest du mich irgendwo anders erschlagen werden? Ich hänge dann hier so rum und tue so, als wäre ich tot und als hätte ich so einen Haken durch mein Herz hängen. Also bitte, das ist durch deine Schulterblatt. Nein, das ist doch... Guck doch mal da. Ich weiß doch.
Das ist halt ein Spiel, das muss nicht realistisch sein. Hörst du den Herzschlag noch oder nicht? Ja, mein Herz schlägt noch. Obwohl das eigentlich nicht möglich ist. Vor allem, wenn man jemanden, der einen Haken im Herz hat, rauszieht, dann... Nee. Oh, jetzt bilden sich schon diese Dinger. Ich mach mal einen Fluchtversuch, oder? Nee, lieber nicht. Komm schnell, hält dich. Kommt der, kommt der, oder? Ja, ich glaube, ich hör's. Herzschlag. Ja. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Falle habe ich gesehen. Der ist direkt hinter mir. Der erschlägt mich gerade. Ich laufe ja schon. Ich mache genau das wie eben. Einfach hier rumlaufen, ein bisschen abhängen und jetzt würde ich ihn erschlagen. Doch, jetzt stirbst du, wenn du hörst. Wehren. Ich wehre mich, indem ich zwei Tasten auf der Tastatur drücke. Ja. Kommt jemand in unsere Nähe? Nö, ich kann ihn doch nicht sehen. Hey. Die schöne Pizza. Jetzt hat er die Pizza zerstochen. War auch teuer, das T-Shirt. Zugucken. Ja, das ist, wie ich so schön hänge. Ja, das ist doch unterhaltend. Ja. Ich war, und dann diese Geräusche so, als ich Insekten kommen, kann ich eine von denen retten, das ist ja nett, aber. Okay, dann machen wir einen Versuch. Und ja. Ach komm schon, lass mich raus! Oh, das war so cool. So, liebe Zuschauer, hier können Sie beobachten, wie eine Frau gleich durchstochen wird von irgendwelchen komischen Dickern. Was soll das überhaupt darstellen? Und hier können Sie beobachten, wie eine zweite Frau brutal in einen Fleischerhaken gehängt wird. Ja. Oh ja. Aber ich sterbe. Das ist tatsächlich noch eine dritte Frage. Gibt es hier keine Männer? War ich der einzige Mann? Oder können Sie jetzt beobachten, wie die erste Frau in den Himmel aufsteigt? Die andere wird gleich auch zerstochen. Und die dritte Frau wurde... außen in den Haken eingehangen, versucht zu entkommen und wird auch aufgespießt. Ja, und jetzt wurde sie komplett aufgespießt und geht in den Himmel. Jetzt sind alle Frauen weg, na toll. Da gehe ich auch. Spiel bewerten, eine 3. 3 Punkte von 5. Was, wo kann man hier was bewerten? Da steht Spielepunktetafel, wurde doch gleich. Ach so. Ja, was gebe ich denn nochmal? 3? Ja, 5. Oh, 5. Ich bin einfach ein Negativer. Jetzt habe ich nicht. Oh doch, 5. Auf jeden Fall 5. Weil die sind ja alle gestorben. Ja. Ja, ich bin natürlich der Vorletzte. Was? Nee, ach so. Ja, das verstehe ich nicht. Ich bin der Letzte. Das ist der Killer. Ach so. Ja, dann. Dann. Ich habe mich schon gewundert, dass ich der Vorletzte bin. Das geht ja nicht. Ja, Vorletzte. Das sortiert dich nach den Punkten. Desto mehr Punkte du hast, desto besser. Ja, deswegen muss ich ja auch immer der Letzte sein, weil ich bin ja hier der Schlechteste in dem Spiel. Irgendwann übertriffst du mich. Ich weiß es. Ich fühle es. Ja, bei dieser Feuerwehrsimulation, die spiele ich auch schon seit 6 Jahren und trotzdem beschweren sich die Zuschauer, dass ich es nicht kann. Welche Feuerwehrsimulation? Feuerwehrsimulation.
Emergency 4 heißt das. Das wollen meine Zuschauer sehen, die wollen nichts anderes sehen. Die wollen nur dieses eine Spiel spielen. Bei mir ist momentan, glaube ich, Sims nur. Ja, du spielst ja auch nichts anderes. Ja. Ja, weil ich nie weiß, was ich anderes spielen soll. Oder ich keine Zeit habe, oder was anderes. Oder kein Geld. Ja, das ist wahrscheinlich ein guter Grund. Ich bin arm. Ja, ich auch. Ja. Okay. Dann haben wir es für heute. Ja. Mit dem Spiel. So. Dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Ja, und vielen Dank fürs Zuschauen, falls niemand zuguckt, ne? Ja, wenn jemand zuguckt. Also du hast ja eine Facecam, das ist ja was Besonderes, dann schauen bei dir bestimmt viele zu, oder? Ja, und dann denken sie sich, oh mein Gott, ist die hässlich. Werden wir dann sehen. Ja, werden wir dann sehen. Die können ja mal dein Aussehen bewerten und in die Kommentare schreiben. Oh, nö. Da kriege ich nur, oh, was ist das? Ist das ein Mensch? Kommt drauf an, wie gut die Kameraqualität ist, ne? Meine Kameraqualität ist gut. Ja, das ist schlecht. Ich hoffe, das Beste des. Ja, okay. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Gell? Ja. Ja. Ach, mein Auge. Du musst immer noch weinen, ne? Ja.